Mein Name ist Annette Knauf, ich bin 58 Jahre alt und ich engagiere mich bei den Omas gegen Rechts. Die Omas gegen Rechts sind eine basisdemokratische Initiative und ja, wir engagieren uns gegen alles, was heutzutage eben neuer Nationalsozialismus bzw. Faschismus ist. Wir glauben, dass die Stimme der älteren Frauen bisher zu wenig beachtet wurde und das ist, denke ich, einer der Punkte, warum wir uns zusammengeschlossen haben und deutlich unsere Meinung sagen wollen, laut und bunt. Wir sind eigentlich bei allen großen Veranstaltungen und Demos dabei, auch unter Umständen bundesweit. Wir sind mit anderen Gruppen auch vernetzt und unterstützen, wo Unterstützung nötig ist, wo in ganz Deutschland Demonstrationen sind gegen rechts und ja, überall da sind wir aktiv. Der Begriff Omas ist natürlich so ein bisschen selbstironisch gemeint. Eigentlich so die Spanne ist so ungefähr so ab 50 bis 80 und auch darüber. Wir haben auch Omas, die über 80 sind. Und ja, wir freuen uns über jeden, der mitmachen oder jede Oma, die mitmachen möchte, jede ältere Frau, die mitmachen möchte, wenn sie Ideen hat, sich einbringen möchte, einfach nur dabei sein möchte oder eben auch, wenn sie älter ist, noch kämpferisch ist. Wir sind in den Köpfen der Rechten angekommen und bilden da auch einen Stachel in deren Gehirn. Und das finden wir ganz richtig so. Und auch die Omas gegen Rechts haben schon brutale Äußerungen zu hören gekriegt. Zum Beispiel am 3. Oktober in Erfurt auf der großen Demo sind viele von uns mit gewesen, um die Omas gegen Rechts in Erfurt zu unterstützen. Und da kamen dann die Sprüche, wir schlagen euch tot, wir vergewaltigen euch. Und das älteren Damen gegenüber, das heißt schon, dass wir die auch ein bisschen geärgert haben an der Stelle. Und das macht uns auch ein bisschen stolz. Fürs Klima setzen wir uns ein in Verbindung mit Fridays for Future, weil wir glauben, dass wir unseren Beitrag zu leisten müssen, weil wir einer Generation angehören, die in langer Zeit den Klimawandel ignoriert hat, obwohl seit den 70er Jahren das ja eigentlich schon bekannt ist, wo da klimatisch die Reise hingeht. Und ich persönlich habe da auch durchaus ein Schuldgefühl an der Stelle und deswegen engagiere ich mich eben auch bei Fridays for Future und versuche da immer dabei zu sein und eben mit mir eine ganze Reihe anderer Omas, die für dasselbe Ziel einstehen. Ich glaube, dass gerade wir älteren Frauen ein enormes Potenzial haben an Lebenserfahrung, aber eben auch an Ideen, wie man Zukunft gestalten kann. Und da möchten wir gerne dran sein und da möchten wir dabei sein. Ich fürchte, alleine kann man nicht viel ausrichten gegen rechts und wer das als sein Thema begriffen hat, der sollte sich unbedingt an eine der größeren oder auch kleineren Initiativen wenden, die man ja überall findet im Internet oder eben auch bei Demonstrationen Leute ansprechen, von denen man sieht, dass die sich engagieren und dann ein Netzwerk aufbauen oder sich an ein bestehendes Netzwerk angliedern. Ganz wichtig. Alleine kann man nichts bewirken.